lässt sich nicht öffnen. Ja, weil du ja auch den Schlüssel benutzen musst. Da ist er. Eieiei. Ei und jei. Da gibt's ja genug. Das sind die Flints. Noch ein Flint. Und hier drüben, denke ich mal. Ah, hier. Da ist der Schielmann. Na denn. Probieren wir mal unser Glück. Hier ist das Schließfach von unserem Freund Hans, dem verrückten Wissenschaftler. Ja, genau so sieht's aus. Oh, was für ein Durcheinander. Naja, also so richtiges Durcheinander ist nicht. Wir haben nur hier eine Kiste mit einer Buchstabenfolge, einen Brieföffner und einen Brief. Ein Brieföffner? Löschpapier. Oder eher Löschpapier. Tja. Mehr scheint's doch hier nicht zu geben, ne? Na dann wollen wir mal schauen. Dieser stabile Kasten muss einen wertvollen Gegenstand enthalten. Mal sehen. Oh Gott. Ja, dann. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, das Rätsel zu lösen? As soon as the catastrophe came to the known. Sobald die Katastrophe kam, bekannt wurde, wurde der Alarm von Mund zu Mund hinausgetragen. Und der Harry rennt. Irgendjemand rennt hinaus. In die Stadt, oh, guter Himmel, die Daybridge war in alle, war praktisch zerstört worden. Und ein Passagierzug von Edinburgh, welcher der Menschen Herzen mit Sorge gefüllte und gemacht dann von der Tonball. Keine Ahnung. Da keiner von den Passagieren sicher erzählen konnte die Geschichte, wie der Osterfeiertag oder sowas? Am letzten Sabbat? Nee, wie das Desaster, Entschuldigung. Wie das praktisch, ja, wie der Schrecken. Wie das Schreckensereignis passiert ist am letzten Sabbat-Day des Jahres 1879. An das man sich lange zurückerinnern wird. Also irgendeine Brücke ist... Boah. Irgendeine Brücke ist in 1000 Stücke gesprengt worden. Ein Gedicht mit der Handschrift von Hans. Ein Gedicht mit der Handschrift von Hans. Kann man vielleicht noch irgendwas daran erkennen? Ein Gedicht mit der Handschrift von Hans. Ein Gedicht. Na gut. Tja. Löschpapier.
Das scheint Löschpapier zu sein. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Für was? Das kann ich nicht tun. Für was brauche ich das? Das kann ich nicht tun. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Bist du dir ganz sicher? Hier ist nichts Interessantes. Anscheinend ist hier nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Was ist denn das? Hier ist nichts Interessantes. Und das hier? Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nichts Interessantes. Ei und Dei. Wisst ihr, das sieht sehr chemisch aus, wie das Periodensystem. Ich kann aber beim besten Willen das Periodensystem nicht mehr. Hier, es könnte Nickel sein, Magnesium. Klar, hier aus dem O2 der Sauerstoff raus. Ja, aber wie gesagt, ich habe keinerlei Ahnung. Boah, das ist... Was mache ich denn damit? Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Aha, also. 1, 2, 3... Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. 4. Das? Ein Gedicht mit der Handschrift von Hans. Ja. Das ist wahnsinnig schwer, finde ich. Also ich finde es richtig schwer. Ich wüsste noch nicht mal, wo ich anfangen sollte. A, L, A, R. All ist ein bisschen... Ist ein bisschen mehr aufgedrückt, oder? Ja, was? Interessiert nicht, ne? As soon as the catastrophe came to be known. Das ist merkwürdig, aber wenn ich es Englisch lese, ne, dann habe ich es eher, also ich habe es schon eher übersetzt für mich, als wenn ich es jetzt übersetzen müsste. Also ich weiß schon, was es bedeutet, wenn ich's, aber übersetzen kann ich es eigentlich sehr schlecht. The alarm from mouth to mouth was blown. And the, aber was ERY heißt, weiß ich immer noch nicht. The air run out over the town. Good heavens. The Tay Bridge is blown down. And a passenger train from Edinburgh, which fill all the people's hearts with sorrow and made them for the turn pale. Because none of the passengers were safe to tell the tale. How the disaster happened on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. Ah, Edinburgh, sorrow down blown. Puh, nee, da ist es jetzt zu spät schon und ich kann mich, ich weiß noch nicht mehr, wo ich anfangen sollte. Ja. Hin, nass, da. Das ist nicht richtig, nochmal von vorne. Naga. Ah.
Topaz. Oder müssen wir diese Katastrophe, wie die heißt? Keine Ahnung, die 1879, können wir nachschauen, ne? Könnten wir mal googeln, was 1879 für eine Katastrophe war mit einem Zug, mit einem Passagierzug von Edinburgh her. Ein Gedicht mit der Handschrift von Hans. Ja. Ja, also, nee, da habe ich jetzt keine Chance. Keine Chance. Erst einmal beende ich für heute den Part. Und wir überlegen mal weiter. Kann sein, dass wieder ein paar Folgen kommen, die ich dann ja sage, dass man die überspringen kann. Ich habe jetzt erstmal keine Ahnung. Keine Ahnung.